Hallo Senu, alles so eben, jedenfalls die Funktion. Ich lese mal die Aufgabe vor, weil sie ziemlich lang ist. Ein Ball wird also geworfen von hier ab und er kommt auf 100 Meter Weite und 40 Meter Höhe. Und in einem Vorgängervideo haben wir dann schon mal bestimmt, irgendwie, dass die Funktion, auf der dieser Ball fliegt, die Funktionsgleichung f von x gleich minus 2 125stel x Quadrat plus 40 ergibt. Unter dem höchsten Punkt, also hier, da steht ein 2 Meter hoher Gartenzwerg. Hier steht der Gartenzwerg. Ja. Auf wie viel Meter kommt der Ball an den Zwerg heran? Also, da gehen wir natürlich hier von dem Punkt aus, dass er hier, da ist die 2. 2 Meter hoch, hier war er 40 Meter hoch. Das heißt, der Abstand von hier nach da sind schon mal 38 Meter. Haben wir schon mal ungefähr eine Einschätzung, wo das Ergebnis dann hinterher hinkommen kann, wenn man das jetzt hier so einschätzt, gibt es vielleicht noch irgendwo, ne, dieser Weg hier ist mit Sicherheit länger, der Weg ist länger, aber vielleicht gibt es ja auch noch einen kürzeren. Das hier wäre ja nun komisch, wenn das tatsächlich ne, wenn man das so leicht sehen könnte. Aber wir können es auch ausrechnen und ich werde jetzt mal, wenn du erlaubst, die Aufgabe hier wegwischen. Man kann ja auch Pause machen, wenn man sie nochmal abschreiben will oder so. Vielleicht will man das ja, wer weiß. So, jetzt haben wir zwei Punkte. Und zwar haben wir einmal den Punkt A, beziehungsweise könnten wir den auch Zwerg nennen, Z, 0 und 2. Liegt auf der Y-Achse, deswegen ist der X-Wert 0 und auf der Höhe 2, weil er 2 Meter hoch ist. Und wir haben den Punkt B, der auf dem Graphen liegt, also einen x-Wert hat und den f von x-Wert dazu. Das ist erstmal nicht so ganz schön, wie man finden kann. Allerdings können wir ja jetzt hier für f von x auch schon mal unsere Gleichung f von x einsetzen. Dann sieht das Ganze schon ein bisschen konkreter aus, weil das ist ja eine konkrete Aufgabe. Da müssen wir mal gucken, dass wir auch tatsächlich konkrete Sachen an den Start bringen. Ja, ein bisschen konzentriert schreiben, damit ich hier diese wunderschöne Zeichnung nicht zerschrote. Und das ist jetzt also das, was wir zur Verfügung haben. Und wir wollen ja jetzt den x-Wert rauskriegen. Jetzt kennen wir vielleicht, kennt jemand oder kennst du diese Gleichung für den Abstand? D kann man ihn nennen. Das ist dann Distance oder Difference. Oder man nimmt hier E wie Entfernung, aber das ist letztendlich wurscht. Dieser Buchstabe hier steht für die Entfernung. Und wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen würden, dass wir einen Punkt haben und noch einen Punkt, nehmen wir ruhig uns die Zeit, um das mal genau anzugucken. Hier haben wir einen Punkt und da haben wir einen Punkt. Und wir haben meinetwegen auch noch hier einen Punkt. Wenn wir den Abstand zwischen zwei Punkten bestimmen wollen, dann ist der kürzeste Abstand immer der, der auf einer ja, linearen Funktion verläuft. Nämlich genau eine Strecke. Wenn ich dahin, ja, mit einer Taschenlampe dahin leuchten würde und ich würde jetzt hier so leuchten, das würde ja keinen Sinn machen. Also hier so krumm, das macht die Taschenlampe auch gar nicht. Die nimmt den direkten Weg. So, wie kann ich diese Länge jetzt hier berechnen? Wir haben ja hier haben wir einen x-Wert, x1 und y1 und hier haben wir auch x2 und y2. Für den Punkt. Ich mache mal hier die Klammern auch nochmal rum. Ja, wenn man das nicht mehr lesen kann, dann immer in den Vollbildmodus wechseln. Hier unten rechts ist so eine Lupe im Player. Und jetzt kann man sich hierbei vorstellen, dass das hier ein rechtwinkliges Dreieck ist. Wobei diese Kathete hier, nur was mit den x-Werten, nämlich hier ist x1 und hier ist x2. Und diese hier hat nur was mit y2 und y1 zu tun. Das werde ich jetzt mal auch da hinschreiben, dann geht hier halt der Punkt wieder verlustig. Dieses hier ist der y-Wert von x1, also y1, und dieses hier ist y2, also der y-Wert des zweiten Punktes. Die Länge dieser Strecke hier ist y2 minus y1. Und die Länge dieser Strecke ist x2 minus x1. Die schreibe ich mal hier so hin. Gut. Ist aber ein Satz des Pythagoras, deswegen ist der Abstand von, nennen wir die Punkte mal A und B, ja, ist ein bisschen unübersichtlich, aber die Strecke von A nach B zum Quadrat ist jetzt gleich y2 minus y1 zum Quadrat plus x2 minus x1, upsie, in Klammern zum Quadrat. Ja, Satz des Pythagoras, das hier zum Quadrat plus das hier zum Quadrat ist das hier zum Quadrat.
Und dieses hier ist ja nun tatsächlich dieser Abstand d. Das heißt, d Quadrat, wenn wir das jetzt als d nehmen, muss das hier sein. Hier wollen wir aber d rauskriegen, deswegen ziehen wir dann die Wurzel und dann ziehen wir hier einfach da drüber die Wurzel, weil da können wir jetzt nicht einfach die Quadrate wegstreichen, denn das ist ja hier eine Summe aus zwei Quadraten. Und genau das können wir jetzt auch hier eintragen. Allerdings natürlich mit den konkreten Werten, weil ich habe ja schon gesagt, wir wollen eine konkrete Aufgabe ausrechnen. Y2 ist meinetwegen jetzt der Y-Wert von b. Der ist ja minus 225. x² plus 40. Will ich mal so in Klammern setzen, damit wir wissen, wie das ist der Y2-Wert. Minus Y1 ist ja die 2. Das Ganze steht hier nochmal in Klammern und ein Quadrat ist da dran. Plus und x2 ist ja der x-Wert von b, also steht da x und der x-Wert von Punkt a, also unser x1, ist ja 0, deswegen können wir das weglassen. Wir können aber auch x plus 0 in Klammern zum Quadrat hier hinschreiben, x minus 0 natürlich, damit wir jetzt die Verwirrung nicht vollends machen. X minus 0. X minus 0 ist allerdings x und ich werde jetzt mal hier diese Vorbereitung hier dazu wegnehmen. Man kann sich auch einfach, und das ist jetzt hier eigentlich das, was ich damit auch ausdrücken wollte, mit diesem langen Gedöns hier, wenn man sich das jedes Mal in der Klausur, in der Klassenarbeit, sonst wo bei den Hausaufgaben hervorzaubern will aus dem Verständnis, dann ist es meiner Meinung nach mehr Aufwand über die gesamte Schulzeit, als wenn man sich einmal diese Abstandsformel merkt. X1 minus oder Y2 minus Y1 in Klammern zum Quadrat plus X2 minus X1 in Klammern zum Quadrat und daraus die Wurzel ist halt der Abstand zwischen zwei Punkten und ob der nun irgendwo hier oder da liegt, ne, das ist halt dann das, was jetzt hier neu dazu kommt. Dass wir da auch tatsächlich diese Werte mit x auch mit einbauen können. So, lange genug geschwafelt, jetzt geht es nämlich weiter. Wir können das jetzt ausrechnen. Dann wollen wir erstmal dazu übergehen, dass wir hier diese Klammer hier nochmal weglassen, ne? Weil die habe ich ja gesagt, habe ich vorhin nur gemacht, um zu zeigen, dass das y2 ist. Und hier steht jetzt 40 minus 2, das können wir natürlich ausrechnen, sind 38. Jetzt steht hier. Ja, ein Binom. Minus 225. x² plus 38 zum Quadrat. Das müssen wir auch mit der binomischen Formel ausrechnen. Deswegen steht dann hier, d ist ja wieder gleich. Die Wurzel will ich auch schon mal hinmachen, damit ich dann hinterher nicht darüber wische. Dieses hier zum Quadrat. Minus 225. zum Quadrat ist 15.625. Das kann man natürlich auch als Kommazahl schreiben. Allerdings ist es so immer gerne gesehen sozusagen. Minus 2 mal a mal b oder plus 2 mal a mal b. Man könnte die beiden natürlich jetzt auch tauschen, das nach der zweiten binomischen Formel machen. Ich mache das jetzt hier nach der ersten binomischen Formel. Da rechnen wir plus 2 mal 38 mal minus 2 125. x² und kriegen raus minus 27, halt Quatsch, minus 1 27. ein 7. Ja, jetzt geht's ja durch hier. Sprechen ist schwierig. Minus 1, 27, 125 steht da jetzt. Völlig unverkennbar. Und natürlich das x² noch mit dahin. Und hier habe ich das x hoch 4 vergessen. So, jetzt nochmal. Pass auf. Minus 2, 125 zum Quadrat ist 4, 15.625. Und x² muss ich ja auch noch quadrieren. Deswegen hier x hoch 4. Minus 2 mal a mal b, das mal das. Mal 2 ist halt minus 1 27 125. Mal natürlich auch x². Und dann noch kommt hier noch plus b². b² ist 1444. Und das andere hier habe ich ja schon gesagt, das hier ist x minus 0 ist x. Und x zum Quadrat ist plus x². Das heißt, das können wir hier noch mit dazu packen. Und da habe ich mir gerade eben schon einen kleinen Versprecher geleistet, denn das kann ich jetzt hier. Hier steht der plus 1 x². Minus 1 27 125. x² plus 1 27, plus 1 x² ist halt minus 27 125. x². Dann habe ich mir das hier jetzt gespart und mache hier noch den Senkel hin, damit die Wurzel dann auch irgendwann ein Ende hat. So, jetzt könnte man natürlich auch schon mal langsam ins Verzweifeln ausbrechen, weil jetzt haben wir hier, wir wollen ja d ausrechnen, haben wir jetzt hier x. Ja, das ist natürlich doof, könnte man denken. Und dann muss man sich jetzt hier überlegen, dass man, ja, als allererstes Mal muss man die Wurzel wegkriegen, wenn man irgendwie an die x ran will.
Und die Wurzel kriegen wir weg, indem wir das Ganze quadrieren. Da werden wir jetzt gleich mal sehen, dass dann erstmal nur die Wurzel wegfällt. 6/25 x hoch 4 minus 27, 125 x Quadrat plus 1444. Das nennt sich jetzt eine Ersatzfunktion. Und wir werden jetzt sehen, dass wir daraus eine Lösung schneidern können. Ein kurzer Break war da gerade, hast du gemerkt. Deswegen, das soll so ein bisschen anzeigen, wie dass man an der Stelle ein bisschen weiter überlegen kann auch. Denn wir wollen ja, das steht hier zwar nicht mehr, wir wollen den minimalen Abstand haben, den der Zwergenkopf zur Flugbahn des Balles haben kann. Der minimale Abstand. Und an der Stelle kommt natürlich jetzt die Differentialrechnung richtig zum Tragen. Denn wir müssen jetzt uns dieses hier als Funktion f von x vorstellen oder meinetwegen g von x. Ja, wir sagen also, d Quadrat ist eine Funktion. Die können wir hier sehen. Und die beschreibt jetzt den Abstand von dem Punkt hier zu dem Graphen in allgemeiner Form. Das sollte man sich nicht zu sehr vorstellen wollen, wenn man nicht richtig doll einsteigen will, sondern sich das einfach mal als Vokabel auch noch wieder mit dazu packen. Denn so eine Aufgabe kann ja standardisiert einfach mal kommen. So, Abstand soll minimal werden. Da kommen wir jetzt zur Ableitung von dieser Funktion g von x. Und das bedeutet so viel wie, wir haben ja d Quadrat ist ja gleich g von x. Dann ist g' von x ja die erste Ableitung und an der ersten Ableitung können wir immer die Nullstellen davon sind die Extrema der Funktion. Also extrem weit weg oder extrem nah dran. Das können wir dann nochmal prüfen anhand von, wie soll ich sagen, von der zweiten Ableitung. Gut, aber die erste Ableitung jedenfalls erstmal gebildet ist 16, 15.625 x hoch 3. Minus 54, 125 x und das hier fällt weg. Dieses hier ist unsere Ableitungsfunktion und wenn wir Extrema dieser Funktion hier rauskriegen wollen, das heißt extrem hohe Abstandsquadrate, ja, wobei die Abstandsquadrate dann im Endeffekt, wenn man sie in die richtige Funktion, also sprich in dieses Teil hier nachher einsetzt, kriegen wir tatsächlich die Abstände raus, nicht die Abstandsquadrate. Gut, also das hier wollen wir 0 setzen. Da muss die Skizze dran glauben, weil wir hier genug Platz haben für diese Funktion. Dann steht da nämlich 0 ist gleich 16, 15.625x hoch 3 minus 54, 125. x. Ich könnte jetzt auch sagen, das hier ist auch schon in dem Verfahren zur Nullstellenbestimmung ganz rationaler Funktionen-Video drin, aber wir können das hier auch gut nochmal machen. Steht da nämlich 0 ist gleich x mal 16. 15.625 x Quadrat minus 54 125 x. Nein, natürlich nicht x. Wir haben ja x ausgeklammert. Wer da jetzt Fragen zu hat, geht tatsächlich zum Verfahren zur Nullstellenbestimmung von ganz rationalen Funktionen. Basisvideo kann man eingeben in die Suche, findet man. Jetzt haben wir hier ersten Fall x1 gleich 0, denn das ist ja der Satz des Nullproduktes bei dem Ausklammern hier immer wieder. Der erste Faktor wird 0, dann steht da 0 mal Tralafiti und Tralafiti kann werden, was es will, weil 0 mal irgendwas ist immer 0. Ja? Wenn ich 0 Millionen auf Konto habe, dann habe ich auch tatsächlich, ja, gut, ist wurscht. Jetzt haben wir natürlich x2, 3, sind hier drin x2, 3, deswegen, weil das eine quadratische Funktion ist, dann steht da 0 gleich 16. 15.625 x Quadrat minus 54, 125. Das Schöne ist, dass wir hier jetzt tatsächlich nur noch nach x Quadrat auflösen müssen. Das heißt, wir rechnen plus 54, 125. Dann steht da das. 15.625 x Quadrat ist gleich 54, 125. Dann wird das Ganze jetzt also mit dem Term hier durch den Term geteilt. Dann steht hier drüben nämlich x Quadrat. Und hier, das kann man sich jetzt am besten mit dem Taschenrechner reinziehen, kommt 421,875 raus. Da hat mein Taschenrechner nämlich schon keine Brüche mehr ausgegeben. Jetzt ganz zügig ziehen wir die Wurzel. x2 natürlich ist gleich 20,54 und x3 ist gleich minus 20,54. Hätten wir nicht anders erwartet bei dieser Funktion, wenn wir uns das gleich nochmal grafisch angucken. Jetzt kann man natürlich hier x1 gleich 0 hier mal reinpfeffern. Dann kriegen wir
wenn wir die 0 da reinsetzen, das haben wir vorhin auch schon mal gesehen, fällt der Term weg, 1444 haben wir vorhin aus 38 Quadrat rausgekriegt, dementsprechend wäre hier bei der Abstand 38. Das war der Abstand direkt zum höchsten Punkt. Das, ne, müssen wir jetzt nochmal überprüfen mit 20,54, das setzen wir hier ein und kriegen dann einen Funktionswert, also d von 20,54 können wir mal hinschreiben, ist gleich 33,25. Und dann wollte ich jetzt hier nochmal diesen Kram wegwischen, um dann nochmal abschließend die Skizze zu präsentieren. Da hatten wir hier die minus 50, hier hatten wir die 40 und hier hatten wir die plus 50. Und da hatten wir unsere quadratischen Graphen. Hier hatten wir unseren Gartenzwerg, der 2 Meter hoch war. Hier waren die 38 Meter. Und hier bei 20,45 und minus 20,45 hatten wir den kürzesten Abstand zu dem Punkt, ne, mit dem x-Wert. Das hier ist ja x2 und das hier ist x3 gewesen, nach dem, was wir hier ausgerechnet haben. Und dieses hier ist dann natürlich der Funktionswert davon. Den können wir natürlich jetzt dann bestimmen. Wenn wir die 20,454 hier einsetzen, dann können wir hier natürlich auch den jeweiligen Funktionswert dazu rausfinden. Und damit will ich dieses Video auch beschließen. Ich freue mich schon auf Kommentare und ich hoffe, du freust dich auch.